Hi Leute. Ja, ich bin momentan im Urlaub. Ich habe jetzt 3 Wochen Urlaub und bin über Polen erstmal hierher nach Dolny Morawa gefahren. So Sky Bridge 721 oder wie die heißt. Ich habe jetzt nicht hier offen. Ja, und da war ich heute über die Brücke. Bin aber verbotenerweise wieder auf der Eingangsseite wieder raus. Eigentlich ist es eine Einbahnstraße. Aber ich sag mal, 30% der Leute, die da drauf sind, die sind auf derselben Seite wieder raus. Da ist das, glaube ich, nicht so schlimm. Ja, erste Nacht habe ich in Polen an einem Stausee kurz vor Breslau geschlafen. Und heute bin ich schon ganz kurz am Ortseingang von Dolny Morawa. Hier ist so ein kleiner Parkplatz, wo hauptsächlich Wohnmobile stehen und auch einige übernachten. Also jetzt sind hier noch ein Pärchen mit so einem Minicamper. Weiter vorne, das habe ich auch ein Bild gemacht, welche mit einem Dachzelt. Hier drüben stehen noch 2 Wohnmobile. Da habe ich noch niemanden gesehen. Und ja, jetzt werde ich hier die Nacht verbringen. Und dann werden wir sehen, was wir morgen machen. Da will ich dann Richtung Slowakei zur Zipserburg fahren. Hier gibt es jedenfalls 2 Sommerrodelbahnen. Das letzte Mal bin ich in Eupin die Sommerrodelbahn gefahren, vor 15 oder 20 Jahren. Da war das noch so eine einfache Blechwanne, wo man mit so einem Rollding da drin sitzt. Und hier, die sind ja jetzt richtig, richtig wie eine Achterbahn mit richtigen Schienen, wo der Wagen richtig drin hängt. Unterwegs werden die Wagen gebremst. Und war geil. Eigentlich hätte ich die noch 2 Mal fahren müssen. Und die bremsen aber immer wieder auch automatisch ab, wenn es irgendwo enge wird auf der Strecke oder so. Somit kann eigentlich gar nichts passieren, auch wenn du die ganze Torschuss fährst. Ja gut, ich muss jetzt 2 Mal auch anhalten, weil vor mir welche komplett standen. Aber das hat theoretisch die Bahn auch alleine gemacht. Meine diesjährige Urlaubstour machte ich wieder mit dem Auto. Ich fuhr über Polen nach Dolny Morawa in der Tschechei, dann weiter nach Osten über Poprad, Levaca zur Zipserburg ins slowakische Paradies und dann weiter nach Košice. Von dort ging es weiter nach Polen und am letzten Urlaubswochenende war ich dann auf dem Folklorum, dem Musikfestival in der Kulturinsel Einsiedel. Geschlafen habe ich im Auto, teils irgendwo in der Natur, teils auch auf regulären Campingplätzen. Ich besuchte auch diverse Sehenswürdigkeiten und Museen. Ein paar davon werde ich euch hier zeigen. Viel Spaß!
schönen Platz hier gefunden. Nur eine schon mit dem Auto hier. Die steht ganz leicht schräg. Aber wenn ich jetzt so schräg mit dem Kopf nach oben schlafe, geht das noch. Ich habe mir noch einen Baum unter die Vorderräder gelegt, damit ich nicht ganz so schief stehe. Wikipedia meint zu dem See. Der Slupsee ist ein Rückhaltebecken am Kanal der tobenden Neiße im Judenbergland in der Woiwodschaft Niederschlesien. 1 Kilometer nordwestlich der Stadt Jawor. Er wurde 1978 fertiggestellt. Gerade mal im See gewesen. War super. War nämlich ganz schön warm wieder geworden jetzt hier. Ich hatte den Vorteil, ich hatte nichts mehr da draußen. Ich brauchte durch die Türen zu machen. Ich stehe hier in Polen am Zalew-Stausee. Ich habe hier die erste Nacht von meinem Urlaub. Ich will dann sitzen hier oder will dann weiter zu den Tschechen und dann ins Slowakische rüber. Ja, und bei den Polen war ich ja jetzt eigentlich schon mal gewesen. Ich bin jetzt in Polen am Zadow-Stausee, hol gerade die Bilder in den Rechner, die ich heute gemacht habe. Ich habe jetzt meinen Urlaub angefangen, will jetzt 3 Wochen mit dem Auto rumfahren, will jetzt zuerst ins Tschechische. Da haben sie dieses Jahr eine neue Brücke fertiggestellt, die überspannt ein großes Tal im Gebirge. Und die wollte ich mir jetzt angucken. Und danach wollte ich dann weiterfahren in Richtung Slowakei. Und dort wollte ich erst zur Zipser Burg. Ja, und weiter habe ich noch nichts geplant. Werden wir dann mal sehen, wo ich mich dann noch hinführt. Wo ich mich dann noch weiter treibe. Jedenfalls, ich will es dieses Jahr ein bisschen ruhiger angehen. Auch mal 2-3 Tage auf dem Campingplatz bleiben. Und ja, schauen wir mal. Guten Morgen, ihr zu Hause gebliebenen. Ja, es ist gerade mal 7:30. Ich werde noch eine Stunde weiter ratzen. Aber wenn man hier mal nachts das Auge aufmacht und hier so einen schönen Blick auf den See raus hat, das ist einfach Wahnsinn. Ja, nee, ich werde noch eine Stunde weiter schlafen. Und hier mal der Blick. Ja, bin heute ziemlich zeitig munter geworden und konnte nicht mehr einschlafen. Ist jetzt kurz vor 8. Da ist jetzt ein paar Angler. Da hat auch einer im Auto übernachtet. Die Angler, die gestern hier waren, die sind mittlerweile verschwunden. Ich weiß gar nicht, was ich dafür lustiges Angelzubehör gibt habe. Es piepte bei dem ständig. Und ziemlich laut. Aber mittlerweile hatte ich mich dann dran gewöhnt. Dann hat es nicht mehr allzu sehr gestört.
schon die neuen flügellosen Windmühlen. Aber ich bin aus zweifachen Gründen hier. Zum einen, um mal die Aussicht hier über den Stausee, an dem ich geschlafen habe, zu fotografieren. Und zum anderen gibt es hier einen Cache. Der steht ja nur noch hier. Ich würde das Ding so auf dem Bild drauf. Kann ich jetzt nicht sagen. Da ist immer noch ein Foto steht drauf. Da ist ein Foto von dem Ding. Aber hier sieht man nichts. Ach hier doch, ich hab's. Gelockt am 15. August um 10:45. Und jetzt gucken wir uns nochmal das Windrad an. Tatsächlich noch die Leiter drin, hier könntest du mich hochklettern. Aber so wie die Wände aussehen, haben sie hier drinnen irgendwann Feuer gemacht. Cool. Das ist noch massiver, richtiger, dicker Stahl. Das bricht bestimmt nicht so schnell auseinander, wie man manchmal sieht. In irgendwelchen Videos. Ja, es regnet ein klein wenig. Ich bin immer noch in Polen. Hab noch ungefähr eine Stunde zu fahren. Es ist nicht mehr weit bis zur tschechischen Grenze. Das habe ich gleich mal genutzt, um hier zu tanken, weil in Polen ist ja momentan noch unschlagbar der Preis. Scheinen jetzt vor dünnen Schienen zu hängen, dass sie nicht mehr rausfliegen. Aber die Leute fahren doch trotzdem hier langsam die Sau. Ich
bin vor vielen Jahren mal am Alpin mit der Diktionen Rodelbahn gefahren. Die war noch nicht so hochsicherheitsmäßig mit den Achterbahnrohren und sowas. Da war bloß eine einfache Blechschweine, in der du da gefahren bist. Ich kam da um die letzte Kurve mit Karaura an. Hatte die ganze Bahn nie gebremst. Und plötzlich staute sich das da vorne. Da ich das mit Bremsen nicht mehr schaffe, bin vorsichtshalber abgesprungen. Aber der Schlitten machte gegen den letzten Schlitten, kippte nach oben runter. Und du hast da zwischen den Beinen die Bremsstange. Und die Bremsstange ist genau mittig ins Kreuz von meiner Vorfahrerin da reingejagt. Da hat man richtig Glück, dass da nichts Schlimmes noch passiert ist. Hab gerade gefragt, ob die Schneekanonen mal einschalten können. Aber nee, da fährt wieder mal kein Weg rein. Da muss ich mir für runter zu was anderes einfallen lassen. Hätte ich mal lieber das Fahrrad mitgenommen. Jetzt bin ich ja aus Versehen auf der Fahrradstrecke gelandet, aber zurückgehen will ich hier nochmal. Da war da unten, kam noch einer an, da war ein Gesperrtschild, als Hinweis, dass der Fahrradfahrer kam. Aber hier war kein Schild. Das fiel mir erst nach ein paar Metern dann auf, da wollte ich aber nicht mehr zurückgehen. Also mein Ding wäre es nie, hier mit dem Fahrrad runterzufahren. Kannst du auch ein paar Sprünge machen hier? Der längsten Hängebrücke Europas. 721 Meter lang. Ich gehe aber drüben nie raus. Weil dann müsste ich ja durch das ganze Tal wieder zurück. Die haben zwar geschrieben One Way, also Einbahnstraße, aber wir sind schon einig entgegengekommen. Und die scheinen oben rausgekommen zu sein. Jedenfalls hinten stehen sie nie und streiten sich nicht rum.
Schaukeln tut ich ganz schön. Aber nur wenn man stehen bleibt, während man läuft, merkt man es nicht. Was geht da ab, ey?
Ach, daher Mammutbahn. Gibt heute Gulasch, den hatte ich mir zu Hause schon mal gekocht. Und da war noch eine Portion übrig. Hier vorne die Kneipe, hatte ich mir erst überlegt, essen zu gehen. Aber die stand mir nicht so richtig an. Fand ich nicht ganz so anheimelnd dort. Und da bin ich halt zurück zum Auto und hab mir jetzt die Suppe gemacht.